Herzlich willkommen bei den Mini-Steckbriefen von Wanted. In dieser Folge geht es um Boa Constrictor, Imperator bzw. die Kaiserboa aus dem Verbreitungsgebiet El Salvador. El Salvador liegt in Mittelamerika in Äquatornähe und ist bekannt für seine starken Temperaturschwankungen. Kaiserboas aus El Salvador müssen also einiges aushalten und gelten daher als sehr robuste Tiere. Sie eignen sich nicht nur wegen ihrer widerstandsfähigen Natur, sondern auch wegen ihrem ruhigen Temperament und ihrer vergleichsweise geringen Endgröße bestens für den Einstieg in die Schlangenhalle. Es sind reine Bodenbewohner, die die ersten Lebensjahre oft sehr versteckt verbringen. Jungtieren sollte daher ein Versteck angeboten werden. Mit zunehmendem Alter werden jedoch eher Ablageflächen bevorzugt. Dies entspricht ihrer natürlichen Lebensweise, wobei sie im Geäst unter Bäumen gut getarnt auf Beutetiere lauern. El Salvadors erreichen oft nur 1,60 m bis maximal 1,70 m, Männchen oft nicht mal 1,40 m, wobei sie sehr langsam wachsen. Ihre Farbe variiert zwischen dunkelbraun über Oliv bis fast schwarz. Kaiserboas gehören zu den Würgeschlangen und erdrosseln ihre Beutetiere. Dabei sind sie nicht wählerisch, kleine Echsen oder Nagetiere werden leicht überwältigt. In Menschenhand begnügen sie sich jedoch meist mit Nagetieren und lassen sich auch ohne Probleme an Frostfutter gewöhnen. Bei guter Pflege leben Imperatoren, wie Kaiserboas auch genannt werden, leicht über 20 Jahre. Zucht und Haltung gestalten sich als unproblematisch. Bis zu 30 Jungtiere kann ein großes Weibchen dabei lebend gebären zur Welt bringen. Ein artgerechtes Terrarium darf nicht zu hoch gewählt werden. Ablageflächen sollten bereitgestellt werden. Eine Tiefe von mindestens 60 cm empfiehlt sich. Diese kann jedoch noch größer gewählt werden. Boa Constrictor Imperator gehören zu den Riesenschlangen und wie alle Riesenschlangen sind auch sie tropische Tiere und müssen in einem Terrarium gehalten werden, was beheizt werden muss. Davon abgesehen sind sie sehr anspruchslos und verzeihen auch kleine Haltungsfehler. Eine gute Struktur wie Äste und gegebenenfalls Echtpflanzen fördern das Wohlbefinden der Kaiserboa. Tags sollte es zwischen 28 und 29 Grad mit lokal 31 Grad haben und nachts etwa 22 bis 20 Grad. Die Luftfeuchte sollte dabei um die 70% betragen und es empfiehlt sich, eine mehrmonatige Trockenzeit zu simulieren. Dies ist allerdings nicht nötig. Imperatorboas sind nicht anfällig für Futterauswürgen, wie etwa ihre nahen Verwandten, die Konstriktoren. Der Einsteiger wird hier also keine Probleme haben. Doch ist zu beachten, dass ein Tier nicht überfüttert wird. Wie alle Reptilien häuten sich Kaiserboas regelmäßig. Ihre Hauptwachstumsphase ist für gewöhnlich nach etwa 4 Jahren abgeschlossen. Boa Constrictor Imperator El Salvador eignet sich also bestens für den Einstieg in die Schlangenhaltung. Nachzuchten sollten dabei immer direkt vom Züchter erworben werden. Wir hoffen, es hat euch gefallen und schön, dass ihr wieder dabei wart. Wie immer findet ihr eine ausführliche PDF des Tiersteckbriefs in den Facebook-Gruppen Boa und Pythonwelt und Welt der Würgeschlangen.